Hallo Leute und willkommen zum Opening und zum Duell der PSL in Runde 8. Wir haben ja alle Teilnehmer durch und fangen wieder von vorne an, spielen diese Woche gegen Aubertin. Sorry übrigens, dass das Video ein bisschen später kommt, als eigentlich ursprünglich geplant war. Bei mir war letzte Woche ein bisschen viel los und ich bin gerade noch diverses am Planen für die Webseite, für den Kanal und für die Online-Liga. Dürft also gespannt sein. Ich hoffe, ich werde damit diese Woche fertig und werde dann morgen den Feiertag nutzen, um daran ein bisschen zu arbeiten. Ich werde euch gar nicht lange aufhalten. Wir stürzen uns direkt ins MFC Opening und schauen mal, was wir so an neuen Karten bekommen. TP3, bitteschön. Komm, gib mir was Gutes oder was nicht, total. warum hoffe ich nochmal? Weiß ich nicht. Ich bin auch scheiß drin. Jetzt kriegen wir alle diese kleinen Verstärker dreimal. Ja, geil, die haben wir ja noch gar nicht. Noch ein Elf. Ja, cool. Geil. Wow, das hat sich das hat sich super gelohnt. Das hätten auch zwei LOB-Booster sein können. Wäre nicht aufgefallen. Nee, nicht wirklich. Wäre nicht aufgefallen. Wow, da macht das Gewinnen ja gleich doppelt Spaß. Was, Sarkastisch? Ich? Nein. Nein. Nein, ich weiß von nix. Was erzählst du da? So, wo haben wir es denn jetzt? MFC ist das nächste. Ja. Viel Vergnügen mit Magician's Force. Ich will ja die Dragon Cannons spielen. Oh, das war meine erste Karte. Ah, oh, die ist cool. Freezing Beast. Die ist nice. Und Burning Beast kriegen wir auch dazu. Wir haben einen Apprentice. Das ist ja nur Rare. Stimmt. Da hast du die Ultra. Muss ich den auch spielen für die Memes oder wie läuft das? Ah, besser nicht. Merchant ist drin. Darf ich mal ganz kurz? Nein. Wieso kommen denn da jetzt diese blöden Dinger rein? Die machen wir doch jetzt gar nicht. Doch, Flöte. Kannst du auch irgendwie da reinzufinden? Nee. Keine Metamorphose. Ja, Mass Driver. Den kannst du behalten. Naja, Frog FDK ist irgendwann ein Thema. Ja. In zwei Jahren. Apprentice natürlich die zweite. Cool. Und die Mandragora meinst du, oder? Geil, Alter. Die Ultra wollte ich schon immer haben. Jetzt ist ein Spell dazu und my buddy. Metamorphose Count 0. Oh, stimmt. Marke Match. Gib's jetzt Ruhe, darf ich weitermachen? Ich bin schon still. Alter, alles muss man selber. Immer noch 0. Eine Rivalry. Buja, das ist die zweite. Wenn ich alle habe, dann spiele ich den Scheiß. Oh nein, die Chance ist gleich 0, weil das sind alles super Ash, die Kleinen. Ja. Obwohl, ich fange ja schon an. Okay. Library. Null Metamorphose-Counter so far. Ein Scientist Wir werden entweder keine oder zwei ziehen. Ich sehe es kommen, ja. Da, zweiten Paladin. Noch haben wir Blue Earth? Haben wir nicht, ne? Ne, haben wir keinen gezogen. Wir Gut, haben Dark das, Magician. Das ist die dritte. Discoala, wir können anfangen Burn zu spielen. Geh weg. Wow, das Pack ist scheiße. Ja, aber so richtig. Zweite Kopfkanone. Willst du mich herausfordern? Ich glaube ja. Zweite Secret. Werden sie da abgehakt. Ja. Dark Core. Bis jetzt ist das Pack übrigens scheiße. Also richtig mies. Scientist okay. Colosseum ist. Ja. Meine Fresse, wir ziehen erbärmlich. Ja, das ist nicht unser Set. Also gar nicht gut. Uff. Uff. Ich glaube, das ist der erste. Aber ich brauche mehr von denen. Uff. Das wird ein... Drittes Secret. Geil. Stell dir mal vor, wir könnten die echt nutzen. Komm, gib mir was Gutes. Enttäusch mich nochmal. Komm. Ja. Oh, come on. Wow, was für ein Scheiß. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was man ziehen konnte. Was für ein Scheiß. Du hast dein Magiemädchen. Bist du glücklich? Kannst Sehr. Du aufhören, so einen Scheiß zu wünschen? Mit diesen 200 Euro wert. Alter, die Fresse ist mir egal. Zwei Apprentice. Waren es nur zwei? Ich dachte, es waren drei. Nein, oh, glaub, es sind zwei. Natürlich waren es nur zwei. Kriegen immer nur zwei. Alles, was gut ist, kriegen wir nur zwei. Wir haben so viele Ultras und Super und alle sind wertlos. Mhm. Restlos alle. Die Runde kannst du ohne mich spielen. Okay, zwei Dark Cores. Also ich glaube, in unserem Deck wird sich nicht viel ändern. Nein, es bleibt Agro.
Ziemlich. Aber Hauptsache, wir haben zwei Paladin des Weißen Drachen. Ja, wenn man jetzt noch einen weißen Drachen hätte. Ich schlag dich gleich. Wir haben ein Kaiserkolosseum. Sehe ich das richtig? Ein einziges. Wir haben Ja. drei Dark Core, by the way. Ein Kolosseum. Gut, dann nehmen kein Control. Ist ja sowieso nicht mein Playstyle. Nein! Nö, Akku lief bisher ja super. Autsch, wer braucht das schon? Ich spiele ja sonst nie Control. Völlig überbewertet. Das war ein schnelles Opening. Unsinnloses. Definitiv. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie ihr schon gehört habt, die Pulls waren nicht die absolut besten gerade für uns. Von daher, ja, wir haben uns trotzdem hingesetzt, und Horus hat sich hingesetzt und was Nettes draus gebastelt, mit dem wir hoffentlich eine gute Chance haben, gegen Aubertin zu gewinnen. Mal schauen, wie das Spiel ausgegangen ist. Viel Vergnügen damit und schaut unbedingt auch bei Aubertin vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, um das Spiel aus seiner Perspektive zu sehen. Das Ja, ist richtig gut, gelegt, dann ne? gutes Gelingen. Ja, let's get ready to rumble, ne? Ihr wisst vielleicht nicht, aber ich bin ja Team Ich glaube, Paper. das hat auch jeder alles. Okay, interessante Hand. Sieht das so? Ja, ich sehe. Interessante Hand. T-Set. Ah! Bin mal gespannt, was du jetzt alles so hast. Gar Als nicht. erstes habe ich den guten limitierten Upstart. Ah, okay. Nice. Den haben wir, glaube ich, nicht. Da haben wir den? Weil Ich alles. weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben keinen gezogen. Ich habe drei Stück davon, aber ist ja wieder limitiert. Ist halt wie Pot of Greed, so. Ich habe ihn, aber ich darf ihn nicht spielen. Nein. Guck mal, was du da Okay. hast. Nice. Nobleman of X. Wow, Rivoli. Ah, stimmt, die waren Immer letztes Jahr drin, ne? aggressiv, hm? Aber was hast du denn da Schönes? Ich kann mir das ganze Deck hier angucken. Ich mag die alten Regeln. Zwei Books hast du. Oh, das ist auch schon. Das ist dann schon Ich sneaky, sehe bei ne? dir schon wieder diese Mistkrähen. Nidora. Der Vogel war nur einmal ärgerlich. Aber dafür hat er Swarm genervt. of Luctus, Swarm of Scrypts Ich und nicht, Fairy Box im nicht Main mit Deck. Miata-Lok Und. gerechnet. Ah, oh, und Imperial Order. Ah, oh, ekelhaft. Ja, wir hatten ein paar Mal Glück, was die Secrets angeht. Zwei, drei Sets hintereinander. Dafür haben wir bei den Commons immer Pech. Also wirklich jedes Mal. Ja, ich habe auch im letzten Set, habe ich das Shoot, also das ist direkt davor, das ist dann auch eine Kamen, habe ich halt einmal bekommen, so. Ja, Port of Greed. Wir haben die meisten guten Commons hatten wir nur zweimal. So ein bisschen ärgerlich ist. Ja, das ist halt so, bist du, soll ich die spielen, brauche ich die, brauchst du dreimal und so. Weil man sagen muss, dass die meisten Commons ja meistens im Turnipack danach halt irgendwie gedruckt werden, ne? Ja, aber beispielsweise, ich wollte mal ein Wasserdeck spielen, konnte ich nicht weg. Also habe ich trotzdem gemacht, aber war nicht so optimal, weil wir nur zwei Legendary Ocean hatten und so ein Zeugs. Aber suboptimal. Geht, glaube ich. Jetzt gucken wir mal, ob da ein Eudora liegt. Ob jetzt die Fairy Box kommt. Fairy Box? Nein. Das ist eine Dicta Box. Tim ist echt eine Predicted. Dicta Box. Ah, der Spy. Bonk. Das ist ja ekelhaft. Warum habt ihr die Fairy Box nicht aktiviert? Box? Ich glaube, die wurden nicht getötet. Ne, du hättest sie halt vorher aktivieren müssen. Dann hätte ich, wenn ich reingerannt wäre, Ja. hätte ich dann. Declaration, ne? Bin raus aus dem Spiel. Boah. Nur das ist. Das beste Play. Ich baue eine Mauer. Wenn ich in China ankomme, sage ich euch Bescheid. Ne? Mauer, sagst du? Ich glaube, wir Ah, machen da für bitte. deine Mauer. Ich glaube, deine Mauer Ja. wird abgerissen. Ich baue eine Mauer, ja. Oh, Scripts. Ja, die ist halt wirklich nur gut, wenn du sie halt selber flippen kannst, ne? Auch von denen haben wir, glaube ich, nur zwei. Vom einen, vom anderen haben drei, von dem haben wir nur zwei getan. Kannst 3 und 2 machen? Nein, Ja. das waren nur 3 und 1. Nein, drei und zwei. Okay. Und das Immerhin. Lama haben wir gar nicht. Stimmt, das Lama hat gefehlt. Ein Ist aber eine Pac-Man. normale Oh. Common. Setup. Vogel habe ich gesehen, Alter. Den kannst du weglassen. Bügel. Mit der 1000 F. Okay.
Was gegen unseren Käfer? Ja, der Käfer ist halt ekelhaft. Ich spiele davon bestimmt zwei Stück. Ich habe einen Deck gesehen. Sad. 1000 Damage. Bom. Weil ich meine, komm, zweimal in Folge, das wäre ja lächerlich, oder? Ja, danke. Nein, der wäre durch. Nein, das geht ja wieder. Ach. Doch, das passt. Doch, das passt. Hm. Angreifen ist gut. Ja, ich habe ein Jahr das Spiel nicht mehr gespielt. Ich bin raus, okay? What do? Kostet auch Damage, du hättest ne? letzte Woche ja. sehen müssen, wir haben den Chain Yuki Move dreimal abgezogen. In einem Spiel. Echt? Also das Albtraumtäuschung mit. Ja, natürlich! Ja. Oh mein Gott, wieso? Habe ich nicht deswegen letztes Mal auch verloren, weil ihr verdammten Emo. Nein. Der ist in Middle Red. Ne, der kam in Middle Red, das kam raus, ne? Nee, das war Metal Raiders. Wo mein Gegner irgendwie zweimal Port of Freak geloopt hat oder so. Eben wie gesagt, wir haben in einem Zug dreimal Abtraum-Druckbild ausgelöst. Das führt ein bisschen zu Frust, aber kann ich nicht. Du hast drei Spies, nein. Ja, ich ziehe auch nur Spies. Nice. Ach komm. God. Oh, diese Karte ist so ekelhaft, ne? Ja. Okay, aber dafür zahle ich das gerne. Oh, nee. Eine Bot. Botte. Vergessen. Hast du noch einen, der angreifen kann? Hm. Aha. Jetzt ist bitte eins unserer wertvollen Monster. Weg mit dem Dreck. Stimmt, der geht jetzt zurück auf eure Seite, ne? Damit. Den Moff kaputt. Naja, kann ich die Position nicht wechseln. Ekelhaft. Ja, dann machen wir. Dann zerstör meine Spice. Aber weil du es. Ich bin mal gespannt. Das könnte halt ein sehr langfristiges Duell werden. Das war dumm. Keine Rolle. Doch. Wenn ihr jetzt nicht mehr aufflippen. Achso, ja, das stimmt, ja. Das war dumm, ja. Alter! Warum tue ich Dinge? Warum mache ich Sachen, die man nicht machen sollte? Warum tue ich Dinge? Das fragen sich Yugi-Spieler, seitdem Exol das erste Mal Kleber zerstört hat. So, gucken wir mal, was da so liegt. Termination. Ich terminiere. Oh, interesting. Das ist echt interesting. Oh boy. Ekibio. Das Teil spielst du noch? Ja, Mann, die ist voll gut. Also ich. Okay. Nein, die ist halt gut, um große Monster zu stunnen halt, ne? Welche großen Monster? Ach, ja, wenn das der Gegner irgendwie, keine Ahnung, einen Blue Eyes hat oder einen Dark Magician oder so einen Scheiß, den halt du nicht orten kannst, dann stunnt. Den haben wir erbauen. Ja, aber dann stunnt das halt richtig gut den Gegner, ne? Es ist halt so traurig, dass es das Kackmonster nicht outen kann, das ist doch lächerlich.
Nein, geht ja. Eint. Achso. So alt für die alle nicht wegdreht. Kann das nicht mehr. Was tust du denn da? Quatsch. Ich kann nicht angreifen. Gravity Bind. Ja, ich weiß. Ja, hab ich erst gemerkt, dass ich schon geswitcht hab. Wie gesagt, ich werd alt. Das Problem ist, dass jedes Monster. Der ist Level 3, ne? Ja, ekelhaft. Mhm. Naja, das kann ich gar nicht mehr gewinnen, den verkackten Chain Energy. Ja, die ist nasty. Die ist halt dämlich. Weil aber du nicht viel machen musst. Ich habe bei anderen Formaten gesehen, dass die halt, sag mal, Custom Bands machen nach jeder Runde. Und Kettenenergie ist ziemlich schnell rausgeflogen. Ja, weil die einfach nervig ist. Ne? Dumm ist. Aber ich muss mich halt verteidigen, so, ich kann ja nichts machen. Ja, macht schon so. Danke. Give me back my card. So, das kann ich noch machen, das kann ich noch machen. Okay, ja. Ich spiele aber auch richtig ekelhaftes Deck, ne? Ja, das Ding ist, ich habe so die letzten, keine Ahnung, zwei Wochen oder die letzten drei, vier Wochen immer Argo gespielt. Das wird halt irgendwann langweilig. Ja, die Karte siehst du nicht, bevor ich jetzt hier aufgebe. Nee. Okay. Aber das ist eh vorbei. Halt nicht. Also ich hätte jetzt noch Change of Heart in der Hand gehabt. Von dem. Ja, okay. Ja. Da spielt ein richtiges Drecksteck. Dann gucken wir nochmal, was wir dagegen machen können. So, jetzt seien wir zu Exodia, oder? Hör auf zu spoilern! Oh. Jedes Mal, Alter, ist mühsam mit dir. Spoilert jedes Mal, ist so eklig. Scheiden ist schwer, Scheiden ist schwer. Das ist ein richtig ekelhaftes Deck, was ihr da habt. Die erste Staffel durch sind. Cool, da haben wir ihn noch nicht für entschieden. Keine Ahnung. Weil, ich glaube, so irgendwie ab IOC wird fast jede Karte wirklich egal. Da kannst du irgendwie ein oder zwei Karten pro Set. Denk nicht mal dran. Jetzt geht's los mit. Die haben wir übrigens auch nicht. Die haben wir auch nicht. Ja, wir haben nicht eine davon, oder? Nein, kein Kanönchen. Ich habe mir halt gedacht, so, letztes Side-Deck. Und jetzt give me information. I want to know. Kriegst du. Egal, Zumbira, Regiki Break. Das ist natürlich alles ekelhaft, ne? Der ist nicht so schlimm. Tschüss. Ah, das ist ja alles ekelhaft. So, wieder. Na, das wird kein geiler Top-Deck für euch. Doch, die nehmen. Mir ist trotzdem Trigger als im 6. Ja. Richtig gut. Aufgelöst. Set 3. Okay, Book of Moon, Ring of Destruction. Oh. Wieder einfach jetzt 3 Vegas mich zu outen, das ist ja lächerlich. Okay. Du ziehst ja auf jeden Fall zum Bührer, das heißt, die kann ich auf jeden Fall noch weiter behalten, weil du kein Out hast.
baitet. Moin. Dafür nehme ich gerne 2 für 1. Dann hast du noch Ring of Destruction und Book of Moon. Ja, da. Geh zurück ins Deck. Junge. Unser Deck ist eklig, ne? Ja, ist auch. Ich spiele nur einen Mysterious Guard. Ja, ich spiele nicht mal mehr Hähnchen, ja? Bitte? Dann zieh nochmal hier in so ein Bührer. Safe. Das war so klar. Okay. Wir drehen uns im Kreis. Karten ziehen? Überbewertet. Ja, wir brauchen schon Karten. Komplett überbewertet. Brauchst du nicht. Interesting. Deine Züge sind aber auch nicht viel spannender als unsere. Ja, jetzt sieht aber das gleiche, ne? Ja. Ein bisschen dasselbe, ja. Nur, dass du jetzt die Wachen durch hast. Für ein Monster, du setzt ein Monster, wir töten Monster, unser Monster kommt wieder. Ja, aber jetzt ja, kommen die anderen Monster. Ja. Spy. So. Genau, auch noch. Yep. Sag ich jetzt, eh sterben wird, hat der gleich 1,9, ne? Ja, dann passt das doch perfekt. Soll ich oder soll ich nicht, ist die Frage. Ja, warum auch nicht? Ja doch, komm, ich bin mal so nett. Die Frage ist halt jetzt, was kommt jetzt? Book of Moon oder Ring of Destruction? Warum? Ja. Ich hätte es andersrum gemacht. Weil du kannst halt nicht angreifen. Okay. Er kann schon. Der kann angreifen, ja, das ist korrekt. Ich hasse deine Maus. Machen wir das bei mir. Das war mein Stift. Nee, er brauchte gerade 10 Klicks, um einen Angriff zu decken. Ja, der hat das so, der hat so. Das so eine Obstmaus, Alter, es geht nicht. Obstmaus klingt geil. Obstmaus ist super. So, das ist interessant. Ja, das ist fein. Denn ja, das ist ein Pflichteffekt, ne? Ja. Dann Pflichteffekt, du mich mal weg hier. Ja, dann. Top dieses Jahres, würde ich sagen, ne? Yes. Ist die Karte tot? Leicht. Gucken wir mal, wie tot die ist. Ah, okay. Und der zweite von diesen Vögeln. Ja, die sind böse. Die sind, der ist böse. Achso, ja. Euer Deck ist halt so viel mehr auf Stun ausgelegt. Meins ist ja wirklich mehr so, ich sag mal, well-rounded. Ich habe halt so ein paar für Attack, ein paar für Defense. Ich habe halt zum Beispiel auch Karten, die mich halt behindern, wie jetzt Gravity Mine zum Beispiel auch gar nicht im Deck. Weil die mich halt komplett nervt.
Was sind für euch aktuell in der PSL? 10 zu 1. Ja, ist doch nice. Ja, bis jetzt. Bleibt so. Wird sich heute wahrscheinlich auch nicht ändern, ja. Wenn ich weiter so grandios ziehe, dann wird sich das nicht ändern, ja. Weißt du ja gut. Nein, der Vogel hat gereicht. Naja, ich hätte halt schon irgendwie 4 Runden vorher irgendwas ziehen können, womit ich irgendwas tun kann, ne? Weil ich hatte den Yata schon die ganze Zeit auf der Hand. Und ich brauchte halt nur was, was die Backrow weghaut. One. Weil es im ersten Game so gut funktioniert hat. Ja, komm. Machen wir das jetzt nochmal. Oh, ja, das ist immer das Beste, was passieren kann. Mensch, ich dachte, die rausgeklappt? Glaub schon, ne? Ja, ja. Das, du musst es einmal aussprechen, dann wird das besser, weißt du? Ah. Die Karte ist halt so gut, weil sie einfach Informationen gibt. Book of Moon, ja, okay. Off, so hart. So, ich wette, das ist wieder ein Scam. Deswegen bin ich immer so frei und setze die Karte mal und mal gucken, ob ich recht habe. Okay, dann ist es einfach mit nur Faith oder Nidora. What do? Dora wäre ekelhaft. Die Karte, die wir übrigens vorhin ja tot in der Hand hatte, war eine Metamorphose. So, die wir eine Runde vorher, aber sowas. Ich habe auch considered, die zu spielen, weil ich habe tatsächlich einen magischen Scientist gezogen. Aber ich habe halt kein gutes Target dafür. Jo. Die Fairy Box. Ehrenmann. Der Box. Das Teil ist nie mehr anziehen. Das ist okay. Page 1 Evolution. Big 3 ist es. Dann gucken wir mal, was da liegt. Der Spy. Great. Er hätte zumindest Wege. Main Phase 2. Dann setzen wir doch mal ein bisschen was hier. Und hoffen mal, wenn wir nicht sterben. Rote Karte, 7100. Wer kennt's nicht? Du hältst die Fairy Box. War damals schwierig. Heute aufgehen. Etwas schwierig war es nicht mit Change of Heart, Monster Reborn. Das ging halt schon easy, ne? Ach, jetzt kriegst du das durch. Der Hand kann ich kaputt. Boah, das ist halt nur die Karte, ne? Pool. Bei Cyberstein haben wir nicht. Einzige, der irgendwie heraus boxen könnte, ist Locks. Willst du wahrscheinlich hin? Welche dummen Locks alles an? Nee, okay, ich schaff's nicht. War eigentlich nicht. Also ich. Ach, die ja schon wieder. Drackmutter den mal. Gucken wir mal. Ist zwar ein extrem langsames Removal, aber es ist ein Removal. Also bist du mit dem durch hast, bist du Deck out. Gucken wir mal. Spielst die Pal, die nur meistens 1800er ist? Beziehungsweise potenziell 1900er? Die spiele ich halt, weil die halt 1700 ein Krieger ist. Und die potenziell gesehen halt einfach größer sein kann als der Rest. Wir haben 3 Zwillingselfen, aber die haben das falsche Element. Ich habe einen Mechanical Chaser. Den habe ich auch. Ja. Mechanical aber Chaser for the win. Nur einen. Ja, wir auch nur einen. Also wir. Ne? Meine ganze Mannschaft, ich weiß.
Du und deine dunkle nicht. Seite. Was? Okay, ein Guard. Das heißt jetzt beide Guard. Und dann darf der Spy wieder zurück ins Deck. Der ist halt, also der Paladin ist halt gut mit dem Mönch hier, weißt du? Weil er halt ein Krieger ist, dann kann der Mönch halt zwei Karten machen. Ja, ich sehe den dahinter schon. Kannst du noch mit roter suchen, wenn du eine hast. Wenn ich einen hätte, ja. Einen haben wir. Was das wohl ist. Ja, gute Frage. Lass mal. Oh, rein, da ist der Skarm. Aber Bruder, nee. Heute nicht. Heute nicht. E-Karte. Aber ich habe noch, ich weiß nicht, wie ich das gesagt habe, Jackie oder so, dass die Karte halt richtig schlecht ist. Ist sie auch, aber sie ist halt in eurem Deck halt funktioniert ja halt vernünftig, ne? Ja, ich glaube unterdessen der 3 Dark Cores. Das ist der Spy. Immer noch interessant zu erfahren, wie gut so eine Karte wohl heute wäre, wenn du das Downside wegnimmst. Auch nur Target Destruction Monsters Quick. Wäre wahrscheinlich nicht mal gut genug. Ja, mit dem, ja. Mach nicht genug viel. Wahrscheinlich nicht, ja. Besonders nicht, wenn es nicht irgendwie suchbar ist oder so. Bist du eher ein Effekt-Negator? Aber also so Removal-Karten, so Spot-Removal für spezifische Karten könnte das schon echt relevant sein, aber nicht in dem Ausmaß, dass es halt das zerstört. Wie ich dann einfach zwei freie Züge mit Upside gegeben habe. Und ich struggle hier schon wieder hart mit meinen Life und so. Give back. Danke. Old Rakemode war damals, in Kindheitstag war es die absolute Karte, die habe ich geliebt. Ich auch. Weil es war guter Monster Removal. War eine Common. Genau, die hast du halt immer bekommen, ja. Das war das Geile daran. Genau, und niemand hat damals irgendwas auf Bell Trap Removal gegeben. Give me cards. Ich Geeky Break, ja. Kann ich mir leben. Dachte ich. Hübchen Puppe ist. Da kann ich spielen. Oh, ein Döschen, das kannst du setzen, da bin ich voll dabei. Was, willst du denn für Free Cards? Nein! Was? Kommst du denn darauf? Spinnt doch. Weil du immer die Ferienbox bezahlst, vielleicht. Ach ja. Hey, ich darf wieder ziehen. Oh, interessant. Let's go. Man zahlt also nicht mehr die Fairybox. Okay. Ja. Du und du. Ich hätte meine beiden Monster nehmen sollen. Da wollte jemand die Serverdose triggern. Oder irre ich mich da?
Oh. Das war gut. Das war nicht so gut. Okay, das ist nicht bad. Ja, das ist kein Target. Das sind 2-2 Damage. Jo, dann ist das so, ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt Norman ziehen wäre echt nice, damit ich weiß, was da bedeckt liegt. Stimmt, eine Fairy Box dann Gravity Bind. Ja. Alle Gravity Binds raus. Magic Drain is suicided. Warum hast du eigentlich noch. Hm? Hast du jetzt gerade eine Draw Phase? Ich dachte jetzt. Ja, klar. Ich hatte doch zwei nicht wegen. Ja, ich dachte, das sei immer noch aktiv. Nee, nee. Bin schon bei zu 14. Mann. So, ja dann. Gucken wir mal, ob du ein Spelltrap Movie siehst. Wenn nicht, wäre es auch funny. Aus das Döschen. Dass wir die nicht haben, nervt mich immer noch. Ich habe da sogar zwei von, das nervt mich aber, dass ich nur einen davon spielen kann. Ja, das Garm ist natürlich not bad. Und Damage ist noch fave, natürlich. Okay, not bad, würde ich sagen. Ne? Oh, nicht schlecht. Metal Chaser, so. Dann Paladin. Und zweimal was zum Zerstören, das ist doch not bad. Brauche ich nur was, was die Swords da wegmacht. Das ist ja ein Friedhof. Keine Zauberkarten, ja, dann ist natürlich der Safe doof, ne? Und noch einmal Monster, er wallt ab. Den krieg ich zerstört, den auch. Und. Wow, die ist ja böse. Erstmal deine Zauberkarte oder jemand, die kann da bleiben. All Wave. Auch das. Ach, dammit. Kann ich das Kackviech nicht angreifen. Aber sonst sterbe ich deswegen. Mir so mehr geschadet, das Game verloren. Das war nicht so clever. Mit drei Karten in der Hand, der macht wie viel Damage? 400, also sind das 1, 2. Da musst du nur 1000 Damage machen. Das ist natürlich. Das war nicht so clever. Ja, da ist der erste Scar. Mach mal die. Ah, das ist Swarm of Lotus, ja, okay. Beide. Das habe ich nicht gesehen. Warum habe ich mich so, das waren so gute Puls mit der ja, also die mit dem Düschen fast auf. Das ja, mit, also ja, ist halt mit den Gravity Binds, was halt in eurem Deck funktioniert, es halt ganz gut. Ja, das tötet mich, Mann. Das bringt mich um. Boom. Heart goes boom.
Eudora. Crush, zerstört 2. Bös. Bös, bös, bös. Shit. Yep. Makes sense. Aber wenn du jetzt Ketten verschwinden ziehst oder so, ne, dann habe ich halt verloren. Ich wusste, ja, nein, war klar, dass es eine Guard ist. Darum habe ich nachgeschaut, wie viel Defense das Teil hat. Das ist okay. Give me the top deck. Nice. Alter. Coldwave hat mich einfach das Game verloren. Das war so dumm, die aktivieren wegen scheiß Swords, ey. Ja. Ja, das war einfach total dämlich. Ich bin so ein bisschen froh, dass das Ding nicht verdeckte Karten angreift. Hätte blöd kommen können. Jetzt kannst du die Swords einfach wieder zurückholen. Ja, das ist Game. Wie mich die Coldwave einfach selber gefistet hat, ey. Das ist schon traurig, Mann. Das ist schon echt traurig. Was hättest du gemacht, wenn du die Coldwave nicht aktiviert hättest? Bleib der Schwerter. Das Problem ist halt, die Schwerter wären halt nur eine R weg gewesen. Nein. Coldwave beeinträchtigt keine Liegende. Ja. Bitte was? Es ist keine Imperial Order. Coldwave verhindert nur, dass ich neue Karten abziehe. Ja, ist mir schon klar, aber Coldwave wäre ja, also die Swords wären ja eine Runde R weg gewesen. Nein, wären sie nicht. Doch, der Effekt zum, dass sie eine Runde weiter skippt, das passiert ja nicht. Das heißt, unter Coldwave geht er nicht eine Runde weiter, weil er den Effekt zum eine weitere Runde nicht machen kann. Der Effekt bleibt bestehen. Genau, Coldwave verhindert nur, dass neue Karten aktiviert werden. Die bereits auf dem Feld befinden, juckt die nicht. Das ist dir völlig egal. Ich glaube, du hast dich da ein bisschen verlesen. Also, Coldwave ja oder nein macht keinen großen Unterschied. Beziehungsweise ist es sogar gut, weil sonst wäre die Kettenenergie eine Runde früher gekommen. Ja. Ja, wenn du jetzt sagst, es war Bums, weil ich habe verloren. Also wenn du dich über eine Karte von dir selber schwirren kannst, dann wäre es die Dose gewesen, weil die hat uns extrem ein Advantage gegeben. Ja, die war wirklich gut für uns. Die hat super Turbo reingehauen. Ja. Okay, ohne die Schwerter wäre die auch doof gewesen, aber mit den Schwertern war das halt. Wollte ich gerade sagen, ohne die Schwerter wäre die komplett nutzlos gewesen. Deswegen war der Value, den ich durch die Dose bekommen habe, war ja ein 2-3 Tausch. Also das war dumm, das nicht zu machen. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich irgendeine Stall-Karte kriege, weil wir spielen immer 17 Monster und der Rest ist praktisch nur Stall-Cards. Merkt man gar nicht. Also hab ich gar nicht gemerkt. Ja, war witzig auf jeden Fall. 17 Monster in einem Stall-Deck. Also, ich hab's Runde 2 habe ich es versucht mit Angriffsstrategie, da habe ich alles Stall-mäßig rausgenommen, aber da kam halt Yata, ne? Konntest du so hart ausstallen mit den Guards und dann dem Yata, dass ich irgendwann nicht mehr halten konnte. Und da dachte ich, ja, dann gehen wir halt wieder zurück. Die Deckstrategie halt hiervon ist halt mit dem Mysterious Guard, das Monster wegzumischen und dann einfach ja, den Yata anzugreifen. Ich sehe die Strategie dahinter. Ich versuche eigentlich seit Wochen oder seit Monaten immer so ein bisschen im Side-Deck eine komplett entgegengesetzte Strategie zum Main-Deck zu fahren. Momentan kannst du das ja noch machen. Weil ja, kannst du machen. 20 Karten sowieso einfach nur Good Stuff ist, das habe ich hier auch versucht und manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Jetzt bei dir jetzt nicht funktioniert mit der alternativen Strategie, darum bin ich wieder auf den Main-Scheiß gewechselt. Aber ich wollte das Pac-Man mal sehen, ob es irgendwie funktioniert und es hat funktioniert. Mhm. Ich hatte auch letztens gegen Kitty das Match, die hat ja Mond und Rachen gespielt, ne? Mhm. Und in dem Pack vorher kam mir der Seven Hunter, ne? Also der sich selber auf einen Typ locken kann und dann 2080k bekommt, ne? Ja.
habe ich natürlich Mendic gespielt, den eigentlich gezogen habe. Und dann spielt sie Monodrachen. Ich so, ja, danke. Nice. Einfach nice. Predicted so. Voll gut. Gegen Kidia hatten wir ein Burn Mirror Match. Ja, das war ein unschönes Spiel von ihrer Seite aus. Nicht gut aus für sie. Hatte auch ein paar Karten vergessen. Ja, sie hat wirklich ein bisschen Pech auch. Ja, passiert manchmal, ne? Ja, absolut. Ja, gut. Dann stehen wir immer noch zu 1, hm? Ja, ich nicht. Ach, ich bin wie die Extravaganza, 4-4. Mal schauen, wie es weitergeht für uns. Viel Glück mit den Boostern, ne? Ja, werde ich brauchen, offensichtlich. Aber kriegst du hin. Ich glaube. Ja, die erste Rückrunde und wir holen uns den nächsten Sieg. Stehen jetzt 7-1. Haben also genau ein Spiel verloren gegen Jackie, gegen den wir dann in der nächsten Runde unsere Rückrunde haben werden. Mal sehen, ob wir unsere Gewinnserie verteidigen können, unser zweites Spiel gewinnen können gegen Jackie und unsere direkte Begegnung damit quasi ausgleichen können. Oder ob wir doch nochmal verlieren werden. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Bleibt dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in der PSL. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.